her ist es total umweltfreundlich und Nachhaltigkeit ist halt schon ein wichtiges Thema und wird immer wichtiger und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich probiere mal was anderes aus und bin deswegen auch umgestiegen, ja. Es ist kostensparend, man tut was Gutes für die Umwelt eben und ja, es bringt dich halt schnell von A nach B, es gibt überall Parkplätze und Nachteile gibt es jetzt eigentlich gar nicht, würde ich jetzt gar nicht sagen, außer dass es halt geräuschlos ist und man muss einfach ein bisschen aufmerksamer fahren, weil ich die Leute ja nicht höre. Also man kann fahren 50 Kilometer mit einem Akku. Wenn man jedoch zwei Akkus hat, dann kommt man mit den zwei Akkus bis zu 100 Kilometer. Aber wie gesagt, man kann sich ja dann auch schnell in ein Kaffeehaus setzen, einfach zur Steckdose hin, aufladen und dann kann man ja gleich wieder weiterfahren. Also das ist ganz schnell gemacht, das ist schon sehr praktisch.